Verehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal. Ihre Dendera Susanna Medici. Herzlich willkommen am 21. Mai 2018. Dualseelen und Geheimnisse, das, was ich täglich mit diesem Aufnahmen vermittle. Was verstehe ich unter Dualseelen, unter Dualseelenprozessen? Die Seele trennt sich nicht, weil die Seele ist eins, untrennlich. Das ist auch die Bedeutung der Seele. Und das haben wir Menschen und das lebt in unserem Inneren. Und diesem Seele, diesem Kern in unserem Inneren ist unsterblich. Das heißt, nach dem Tod lebt weiter, kehrt zurück zur Schöpfung. Und wenn das so ist, dass die Seele unsterblich ist, bedeutet dann, dass wir haben auch einen früheren oder mehreren früheren Leben gehabt. Und das heißt auch, dass wir in diesem Leben mit Seelen begegnen, die wir von früher schon kennen. Und wenn hier entsteht eine Anziehungskraft, ein Vertrauen, eine Liebe, das heißt, die Seelen haben sich erkannt, sie fühlen sich, sie lieben sich auch. Und dann entsteht etwas Geheimnisvolles. Man fühlt sich mit den anderen verbunden. Natürlich passieren dann interessante Dinge wie Telepathie oder man fühlt die Energie der anderen. Und hier in diesem seelischen Ebenen gibt es auch kein Zeit oder Raum, sondern in dem Moment, wo einer gut geht, in demselben Moment spürt die andere das. Oder wenn die eine denkt auf die anderen, dann fühlt die anderen diese Nähe. Oder wenn man einen Gedanken hat über Liebe, sofort ist die Gedanken bei ihm oder bei ihr angekommen. Das heißt, die Seelen sind miteinander vernetzt. Aber das ist nicht nur die Kommunikation wichtig, sondern es geht oft um Gefühlsebenen, die Wärme, die Liebe, die Sehnsüchte, auch die Träume. All das natürlich auch sehr aktiv und wir können auch aktivieren, die Liebe senden zum anderen. Und wenn natürlich diese Verbindung da ist, dann zeigt der andere diese Offenheit. Also es ist wichtig, in dieser Verbindung zu bleiben, auch in diesem Vertrauen bleiben, wenn die Liebe Gott dafür gesorgt hat, dass das solche schicksalhafte Begegnungen sind und die Liebe da ist, dann wird dafür auch sorgen, dass es auch zu einer Partnerschaft kommt. Und es ist wichtig, daran zu vertrauen, wenn man sowieso fühlt, das ist etwas Besonderes. Und es ist eine tiefe Verbundenheit, tiefen Gefühlen, dann sollen wir auch dieses Vertrauen schenken, auch wenn die Umstände dagegen sind, weil die eine oder andere noch gebunden ist oder weil noch nichts geöffnet hat, was die Gefühle betrifft und verhält sich sehr verschlossen. Wenn wir wirklich dieses Gefühl bekommen, das ist etwas Besonderes, das ist etwas Karmisches, man fühlt das auch und dann kommt auch dieser Gedanke, oh, wir kennen uns schon eine Ewigkeit, obwohl das war die erste Begegnung. Es entsteht dieses Gefühl, wir kennen uns schon eine Ewigkeit. Dann sollen wir auch diese Bindungen auch vertrauen und natürlich auch die Zeitqualität erkennen, auch die Energie, wie kommunizieren wir auf dem kosmischen Ebene, auf dem seelischen Ebene, weil das ist eine kosmische Liebe, das ist eine kosmische Liebe, was hier wieder wiederkehrt ist. Und bei diesem Aufnahmen, bei diesem Dual Seelen und Geheimnisse, natürlich beschreibe ich die Zeitqualität. Und wir blicken auch zurück in die Vergangenheit,
weil das spiegelt etwas. Für jeden Tag gibt es Tage, was widerspiegelt, weil die Energie das ähnlich ist. Ich würde nicht sagen, dass das ganz genau dieselbe Energie ist wie damals, aber etwas kehrt zurück von diesem Energie, etwas wiederholt sich, die Thematik wiederholt sich, die Gefühle sind wieder da, das aktiviert wieder etwas, weil wir die gleichen Gefühlen, die gleichen Themen haben wie damals. Und wir machen diesen Rückblick und es ist die 19. November 2017. Es geht wieder um Liebe, Partnerschaft und Gefühlen. In diesem 19. November 2017 hat sich das alles sehr gut angefühlt. Man hat das Gefühl gehabt, es kommt alles im Fluss. Aber es war ein großes Hindernis da. Entweder die Angst hat was blockiert oder die Zweifel hat was blockiert oder die Thema loslassen. Und da sind wir wieder oft bei Ängsten, also Ängste loslassen oder etwas beenden. Also das heißt, die Chancen, die Möglichkeiten war schon am 19. November 2017 da, diese Liebe zu leben, zusammenkommen, über Gefühle zu sprechen. Aber es entstand eine Sperre, eine Blockade und das ist entweder die Angst und es war fast wie gar nicht möglich, diese Angst zu überwinden. Oder das Loslassen, Beenden etwas in Vergangenheit. Das heißt, bei vielen Menschen ist noch eine Verbindung da und man hat den Mut nicht gehabt, diese Verbindung beenden. Und da hat alles man so hingenommen, wie gehabt, hat sich dadurch nichts verändert, obwohl die Möglichkeit und Chance da war. Diese Energie von 19. November 2017 kehrt wieder zurück und das spüren wir wieder im heutigen Tag, dieser 21. Mai 2018. Da sind wieder die Erinnerungen da, die Sehnsüchte sind da, die Gefühle sind da, wieder die Wunsch zusammenkommen, etwas klären und es besteht jetzt die Möglichkeit, etwas im Fluss zu bringen, über Gefühle zu sprechen, kontaktieren, ein Austausch oder ein Treffen oder wirklich etwas beenden, Ängste auflösen, die Chancen, die Energie ist viel besser als damals, da sind keine Blockaden da. Die einzige, was heute im heutigen Energie spürbar ist, das ist noch ein gewisser Zweifel. Kann auch bedeuten, dass ein Einfluss von einer männlichen Person kommt, wo durch Gespräche, durch Handlungsweise diese Zweifel auslöst. Entweder bei euch oder bei euren Partner, Wunschpartner, vielleicht ein Gespräch mit einem guten Freund oder mit einem Arbeitskollege. Das heißt, eine männliche Person nimmt einen Einfluss auf die Geschehen und man weiß nicht, wie das weitergeht, weil das verunsichert alles. Natürlich kann das auf dem Richtung Erfüllung gehen, dass ein guter Einfluss ist, aber kann passieren, dass diese männliche Person etwas sagt, was eher verunsichert den anderen. Aber die Energie im Vergleich zu damals, in diesem 19. November 2017, ist viel klarer, viel deutlicher, kommt auch mehr im Fluss, mehr in Bewegung. Diese Blockaden ist weg, keine Angst ist spürbar, auch eine bessere Energie, jetzt klare Entscheidungen treffen. Die einzige, was bremst die Geschehen, das ist eine gewisse Unsicherheit noch. Und die Kontakt zu einer männlichen Person. Das kann sein, dass ein bestimmter Mann diese Unsicherheit auslöst, kann auch bedeuten, dass ihr habt einen Partner oder Wunschpartner und er hat ein Gespräch mit einer männlichen Person, mit einem Freund oder Kollege und das verunsichert alles, also das ist noch spürbar, aber auf jeden Fall mal geht es um die Richtung etwas loslassen, etwas verabschieden. Es ist gut für einen Neuanfang, für klärende Gespräche, dass das alles im Fluss kommt, alles in Ordnung kommt.
All das, was heute am 21. Mai 2018 passiert, dieses Energiefeld wird dann noch kommen. Es wird ein Tag sein und es ist wieder die 19. November, aber nicht 2017, sondern 2018 wird diese Thematik, was heute ist, wieder dann hochkommen und dann wird wieder, entweder kehrt jemand zurück und wird einen klärenden Gespräch geführt, dann werden Entscheidungen getroffen, welche Richtung soll es gehen. Auch eine karmische Wende steht dann in diesem Tag, 19. November 2018. Und die Thema ist, das, was wir heute erleben, das wiederholt sich, die Energie ist wieder da, werden klare Entscheidungen getroffen, kommt eine karmische Wende, dann kehrt jemand zurück von Vergangenheit und wird ein Gespräch geführt. Das passiert dann am 19. November 2018. Welche Geheimnisse handelt sich noch im heutigen Tag? Die Skorpiongeborenen bekommen ihren Rechten, das heißt entweder in einer rechtlichen Lage sieht das gut aus oder wenn sie bis jetzt das Gefühl haben, oh, das läuft alles so ungerecht, jetzt kommt die Bestätigung, dass sie das Recht bekommen. Aber bei Löwengeborenen kann das passieren, dass sie gerade etwas ungerecht empfinden, aber weil hier um Geheimnissen handelt, kann passieren, dass jemand etwas Ungerechtes antut für die Löwengeborenen. Also die Löwengeborenen sollen gerade achtsam sein. Und das war diese geheimnisvolle Aufnahme. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.